Mercedes-Benz, mittlerer Radstand, Igelhaut, Allrad, Lieferzeiten haben zugenommen. Ihr seid unglaublich begehrt. Ihr rüstet Fahrzeuge um auf Allrad. Ja, wir rüsten Fahrzeuge um auf Allrad und das tun wir schon seit weit über 30 Jahren und haben da natürlich diverse Auftragslage. Und da wir nun nicht nur Freizeitmobile bauen, sondern auch für Kommunalzwecke, für Handwerk, Baugewerbe, da sind die Lieferzeiten schon ganz schön in die Höhe gegangen, was nicht immer eine Freude ist. So Preis von so einem Umbau, so einem tollen? Ja, also die Umbauten, das geht los bei knapp unter 25.000 Euro netto. Und wie das so oft ist im Leben, nach oben, da ist vieles möglich. Ja. Umbau heißt, da ist jetzt auch schon ein Radsatz dabei oder ist es nur die Höherlegung? Also Radsätze haben wir verschiedene Ausführungen, die sind dann natürlich noch einmal separat zu betrachten. Im Zusammenhang mit den großen 37 Zöllern, da brauchen wir dann auch natürlich die Radlaufverbreiterungen dazu. Da kommt dieser ganze Aufwand noch dazu. Das ist dann schon etwas kostenintensiver. So, der mittlere Radstand, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist er da. Die Farbe ist natürlich toll. Das Schöne ist, ich brauche kein Allrad zu beziehen. Allrad im Moment bei Mercedes-Benz kaum zu kriegen, habe ich das Gefühl. Also direkt ab Werk. Ja, das ist im Moment durch die gesamte Liefersituation in ganz Europa ein Problem. Ne? So, ihr baut jetzt einiges um. Was habt ihr jetzt an dem Fahrzeug selbst modifiziert? Ist zum Beispiel die Ansaugung auch modifiziert von euch? Die ist auch von uns, ja. Das ist ein Top-Air-Filter oben drauf. Ansonsten ist wieder das Gleiche wie bei dem kurzen vorhin auch. Allrad permanent, Geländeruntersetzung, Hinterachssperre, Zentraldifferentialsperre, Vorderachssperre. In dem Fall noch der Vorfilter mit Top-Air. Diverse Schutzmaßnahmen unterm Auto, also Vorderachsschutz, Verteilergetriebeschutz. Schön. Ist es so, dass ihr das alles selbst herstellt? Das heißt, ihr habt auch eigene Werkzeugbeatmungsmaschinen? Nein, das ist heutzutage nicht mehr durchführbar. Also wir haben da diverse Zulieferer in unserer näheren Umgebung. Wird alles in Deutschland produziert und von der Seite her sind wir da guter Dinge. Ich zeige es mal gerade hier vorne. So, ich gebe ihn ab, dann warte ich ein bisschen drauf. Das heißt natürlich auch, entsprechende Behörden zählen auf euch, die das Ganze dann für sich beanspruchen. Das heißt, das da hinten ist auch von euch, die Modifikation? Nein, das ist nicht von uns. Das ist eine Original-Anhängekupplung aus dem US-Markt, weil das Fahrzeug ist für die USA produziert. Echt? Ja. Cool. Gibt es das ab Werk eigentlich, direkt von Mercedes-Benz, eure Leistung? Nein, die gibt es nicht ab Werk. Die sind immer separat zu beauftragen bei uns. Ja, unten sieht man mal, wir schauen mal drunter, da unten ist das Differential, schön zu sehen. Igelhaut, Allrad, es gibt den nur mit drei Sperren bei euch. Ja, mehr gibt es halt nicht. Nee, jetzt hätte das sein können, zwei Sperren, eine Sperre. Ja, diese Option hat man, ja. Wobei, ein Fahrzeug mit nur einer Zentraldifferentialsperre, da macht es technisch halt nicht wirklich Sinn. Also eine Hinterachssperre sollte auf jeden Fall dabei sein. So, der Mercedes-Benz ist wahrscheinlich sehr beliebt bei euch, aber ihr baut auch viele andere. Das heißt, es stoppt nicht bei Mercedes? Nein, wir haben seit vielen Jahren schon mit VW, haben wir hier ein Beispiel, den Crafter. Und da gibt es jetzt ja den baugleichen MAN, den TGE und den bauen wir auch um. Vielen Dank. Uwe Simon von Igelhaut Allrad. Das Ganze habe ich schon oft im Freistaat gesehen, da stehen schon einige rum. Sehr begehrt. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, Uwe. Jo, tschüss.